Wir würden uns jetzt gerne ein bisschen Zeit nehmen, sozusagen Fragen zu nehmen oder Anmerkungen aus dem Publikum. Wir sind sehr viele. Ich würde euch daher bitten, euch kurz zu halten. Wir werden zippen und wir werden mit dem Funkmikro herumgehen. Magst du anfangen oder soll ich? Genau, und wir sammeln immer so 3 oder 4 Fragen und dann kommen wir nach vorne und wir machen auf jeden Fall 2 Runden. Schauen wir, wie viel sich ausgeht. Es gibt ja nachher noch die Arbeitsgruppenphase. Ich habe schon ganz viele Hände gesehen. Machen wir vielleicht einmal jetzt vorne und dann einmal hinten oder so, damit es fair ist. Soll ich gehen oder sagst du dann? So, mach du. Gut, dann. Ja, ich habe 2 Fragen und zwar eine sehr gemeine. Wenn schon gewissen Politikern im Vorfeld die viel höheren Staatsschulden bekannt waren, kann man diese nicht irgendwie zur Verantwortung ziehen? Ich meine, die haben zu dem Desaster beigetragen, dass es überhaupt so weit kommen konnte. 2. Frage, wollte Tsipras eventuell mit der Kapitulation im eigenen Land etwas provozieren, zum Beispiel Neuwahlen mit der Hoffnung, dann die absolute Mehrheit zu erringen, beziehungsweise vielleicht einfach damit Zeit schinden für was auch immer? Darf ich nochmal die Hände sehen, bitte? Na, servus. Jetzt kommt ein Herr. Danke. Mich würde interessieren zu ergründen, warum zum ersten Mal also Griechenland in die Eurozone geschleppt worden ist. Fast. Es gibt einen Grund, es ist nicht nur, also wie war die Politik früher, also in die Politik weiß ich schon, aber wie war die Wirtschaft, die Volkswirtschaft, war es so schlecht auch? Und ja, die strategische Position Griechenland in Europa und deswegen auch. Danke. Bitte nochmal. Ja, also ich war erst einmal entsetzt überhaupt über diesen Tonfall, wie eigentlich heute Politik gemacht wird in Europa und auch wie diese Medien eigentlich in diese Richtung uns alle geführt hat, dass wir eigentlich ja nicht die Syriza Regierung eigentlich dann anerkennen oder irgendetwas Positives an dieser finden und auch was für eine negative Gefühle jetzt eigentlich in Europa aufkommen können zwischen Deutschland und Griechenland und so weiter und wie das geschnürt wurde auch. Also ich war wirklich entsetzt in der ganze gesamte Verhandlungszeit. Was ich aber trotzdem wissen möchte und von den Medien nicht erfahren habe und immer wieder gefragt wurde, wieso gab es nicht wenigstens eine verringerte Militärbudget? Wieso gab es nicht sofort Kapitalverkehrskontrolle und hat man von Land so viel Euros verschwinden lassen? Wieso gab es nicht eine, also ich verstehe schon, dass zuerst wollte Syriza wissen, wo stehe ich, welche politische oder beziehungsweise welche wirtschaftliche Maßnahmen ich machen kann, aber wieso diese absolut nichts gekommen und auch in Medien nie was gehört habe, auch bei den Erklärungen von Tsipras auch nicht und nie gehört habe, warum diese Vermögensteuer nicht gekommen, warum die Lagarde-Liste nicht bearbeitet wurde und. Also das hätte ich gerne gewusst. Danke. Nehmen wir noch eine? Mich würde interessieren, wir sehen euch, ihr seht es nur wahrscheinlich nicht, es sind viel zu viele Hände. Wir machen dann noch Runden, keine Sorge. Also ich habe keine Frage, ich wollte nur 2 kurze Anmerkungen machen. Und zwar zu den 2 Grauslichkeiten, die ihr gesagt habt. Eine ist, die Gesetzesinitiativen der Regierung müssen den Institutionen vorgelegt werden. Diese Grauslichkeit wird uns auch blühen, wenn wir TTIP haben, weil dort ist genau die regulatorische Kooperation, die bringt uns das Gleiche. Und die 2. Grauslichkeit ist dieser Fonds, in den die griechische Regierung ihre Immobilien und Werte einbringen muss.
Dazu muss man sagen, der ursprüngliche Vorschlag war, dass dieser Fonds in Luxemburg angesiedelt ist. Und das Bekannte an diesem Fonds, der in Luxemburg angesiedelt ist, ist, dass der einer Gesellschaft gehört, dem der Herr Wolfgang Schäuble vorsitzt. Danke. Magst du dir was aussuchen oder soll ich mal anfangen, Valentin? Okay, ich fange mal an. Genau, danke für die Ergänzung, Gabriel, du hast natürlich recht. Ich fange von hinten an. Die Frage, warum gab es noch nicht, ich weiß nicht, ob du meine Schrift lesen kannst, warum gab es noch keine signifikanten Kürzungen beim Militär oder Vermögenssteuern und so weiter? Weil es wird ganz viel gefragt. Es sind verschiedene Dinge. Das eine ist, das Militärbudget ist viel niedriger, als es in der Vergangenheit war. Es ist auch dieses Jahr niedriger, als es im Vorjahr war. Wer das Gegenteil behauptet, behauptet wahrscheinlich absichtlich was Falsches. Vor allem gibt es keine neuen Käufe oder irgend sowas in diese Richtung. Hinzu kommen dann nochmal zwei Aspekte, die, denke ich, wichtig sind, oder sagen wir drei. Einmal hat die griechische Regierung in diesem Übergangsabkommen im Februar zugesagt, dass sie keine eigenständigen Maßnahmen der Fiskalpolitik machen wird, die irgendwie dem Ganzen zuwiderlaufen. Das heißt, die Regierung war sehr, sehr zurückhaltend mit eigenen Programmen für Steuern und so weiter, um die Verhandlungen nicht zu gefährden. Sie haben jetzt Sachen gemacht, die ihnen wahnsinnig wichtig waren, wie das Programm zur humanitären Hilfe. Und da hat schon am Vortag noch, haben die Geldgeber versucht, das zu verhindern. Und das hat schon für Riesenkonflikte gesorgt. Ich halte es nicht unbedingt für richtig, dass man da so vorsichtig war. Ich finde, man hätte da auch Stärke zeigen können. Aber das ist sozusagen das, was wir als Erklärung hören. Hinzu kommt auch nochmal mit den Kapitalverkehrskontrollen. Wieso ist das ganze Land ins Ausland, das ganze Geld ins Ausland geflogen? Ja, wie ist das scheue Reh? Kapitalverkehrskontrollen sind in einer Welt der Kapitalfreiheit eine extrem drastische Maßnahme. Das ist was, was wir als Attac immer gefordert haben, aber das ist sozusagen in dieser neoliberalen Logik, ist es das Eingeständnis, dass sozusagen die Krise eskaliert ist und dass man keine Kontrolle mehr quasi über die Situation hat. Und gerade als sozusagen ein Land, das sehr viel importiert, das würde sagen, bedeutet auch Schwierigkeiten mit den Kapitalverkehrskontrollen, hat man sich erst zum spätestmöglichen Zeitpunkt für diesen Schritt entschlossen. Auch das nicht unbedingt richtig. Ich mache noch was Zweites und dann du? Habe ich gesagt. Genau, es wurden begonnen, sozusagen Fälle von der Lagarde-Liste verfolgt zu werden, aber nur einzelne, da weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also die Lagarde-Liste ist eine Liste, die vor ein paar Jahren von der damaligen noch französischen Finanzministerin Lagarde, die jetzt IWF-Chefin ist, der griechischen Regierung gegeben wurde, eine CD mit Steuerdaten von griechischen sozusagen Vermögenden, die ihr Vermögen in der Schweiz liegen haben, Schwarzgeld in sehr großen Mengen. Das wurde nie verfolgt von den vorherigen Regierungen und da ist auch eine berechtigte Frage, warum geht da nichts weiter? Ja? Vielleicht kannst du da noch ergänzen, wenn du da noch was hast. Vielleicht mal noch einen schnellen Punkt. Will Tsipras Neuwahlen provozieren? Also das wäre schon ein sehr, sehr gefinkeltes Ding, wenn man da jetzt ein Referendum macht und dann doch kapituliert, um dann Neuwahlen zu machen. Ich glaube nicht, dass es der Grund ist. Ich glaube wirklich, dass es sozusagen die Verzweiflung ist, dass man keinen anderen Weg gesehen hat. Das heißt aber nicht, dass es nicht vielleicht noch möglich ist, dass es irgendeinen Ausweg aus dem gibt. Es ist nicht gesagt, dass das durchgesetzt werden kann, dieses Programm, dass man die Mehrheiten im Parlament dafür findet, aber auch, dass es ökonomisch ist, das ein völlig unrealistisches Programm. Das heißt, da kann sein, dass dann immer mehr Maßnahmen gefordert werden von den Geldgebern und da ist dann nicht klar, ob das dann sozusagen noch weitergeht. Das heißt, wie ich vorher schon gesagt habe, auch auf dieser Ebene ist die Auseinandersetzung noch nicht vorbei. Vielleicht nachher bei der Wortmeldung? Bitte schnell. Diese vielen Milliarden und es sind nachgewiesen 10 Milliarden. Und das ist aber genau der Knebelpunkt, mit dem sie von den Gläubigen niedergedrückt werden, okay, weil sie diese Milliarden nicht bringen können. Wäre doch die erste Sache, diesen Kampf zu fechten und dann andere Sachen zu machen. Okay. Und die Schweiz hat es angefangen. Danke. Und wenn das stimmt, stimmt in der Form nicht. Okay, danke. Du bist dran. Ganz kurz aber.
Kurz zum allgemeinen Verständnis, was du angesprochen hast, das ist der Vorwurf, der vor allem in deutschen Medien wieder lanciert wird. Griechenland würde sich sozusagen nicht darum bemühen, oder die neugriechische Regierung würde sich nicht darum bemühen, die mutmaßlich hinterzogenen Milliarden aus der Schweiz zu holen. Das ist ein Vorwurf, den man nicht einfach so glauben kann. Das hat die Welt in die Welt gesetzt, also das Schwesterblatt der Bild, und die war an der Spitze einer Verleumdungskampagne gegen Griechenland. Die hat doch übrigens auch diese Summen, die da liegen, einfach mal um 1000 multipliziert. Also sie hat davon 800 Milliarden Euro, das ist sozusagen ein X-faches des Bruttoinlandsprodukts von Griechenland, geschrieben, die angeblich in der Schweiz liegen, und in Wirklichkeit sind es 800 Millionen. Man muss auch dazu sagen, dass das zumindest laut Aussage der griechischen Regierung, sie sich darum bemüht, sozusagen an dieses Geld heranzukommen. Aber man muss sich vor Augen halten, selbst Staaten wie Deutschland haben Probleme damit, sich so mit der Schweiz da anzulegen. Die griechische Regierung hat einfach schlicht kein Druckmittel und niemand kann erwarten, innerhalb weniger Monate ein Abkommen auszuhandeln, für das Österreich Jahre gebraucht hat und für das Deutschland Jahre gebraucht hat. Wir haben jetzt noch einige offene Punkte aus der ersten Runde, auf die ich jetzt noch schnell eingehen werde. Zurück an den Anfang der Geschichte, warum ist Griechenland überhaupt in den Euro gekommen? Ich würde sagen, auf beiden Seiten hat es unterschiedliche Motivationen gegeben. Auf der Seite der Euro-Kernstaaten, also rund um Deutschland, auch Österreich, da war das Hauptinteresse, einfach den Euro so groß wie möglich zu machen. Man wollte so viele Staaten wie möglich dabei haben. Es ist auch nicht so, dass diese manipulierten Zahlen nicht bekannt gewesen wären. Ja, es ist ein Witz zu glauben, dass unsere Regierungen und die EU-Kommission das nicht gewusst haben. Es hat politische Gründe gegeben, Griechenland den Euro zu holen, wegen seiner Lage, aber auch einfach als wichtigen Verbündeten an der Grenze zum Nahen Osten und zur Türkei. Und ökonomische Gründe hat es auch gegeben, nämlich einen möglichst großen gemeinsamen Markt zu schaffen, was den Exportkonzernen in den Staaten des Zentrums natürlich recht ist. Also in jedes Land mehr heißt mehr Leute, denen man Autos verkaufen kann und so weiter. Warum Griechenland selbst den Euro wollte, sozusagen, das ist schon, finde ich, nicht so leicht zu durchschauen, zumindest auf den ersten Blick. Es war natürlich im Sinn der Eliten Griechenlands, die Banken Griechenlands hatten sehr viel davon, auf einmal in so einer harten Weltwährung Geschäfte machen zu können. Der griechische Staat hat auf einmal wesentlich weniger für seine Staatsschulden bezahlt, hat damit auch riesige Projekte wie zum Beispiel die Olympischen Spiele 2004 finanziert, was auch ein Teil der Staatsschuldenmisere ist. Und der Bevölkerung, die wirklich sozusagen, kann man schlecht sagen, dass die wirklich hart was davon hatte, hat man das vor allem über so Identitätsargumente verkauft. Das heißt sozusagen, wir gehören jetzt endlich zum Club der reichsten und wichtigsten Staaten Europas. Und das ist auch nach wie vor ein wichtiges Argument, warum so viele Menschen in Griechenland nicht aus dem Euro hinaus wollen. Haben wir schon? Genau, wenn wir es vergessen haben, dann nehmen wir es in der nächsten Runde nochmal mit. Machen wir einfach eine zweite Runde. Wo hast du denn das Mikro hingelegt? Ja, genau. Ich mache eine zweite Runde. Ich bin jetzt hinten wieder wie vorher die Aufforderung. Bitte haltet euch kurz, damit möglichst viele was sagen können. Ich wollte zum letzten Punkt zu bedenken geben, dass der Euro in seiner Konstruktion und mit den unterschiedlich starken Wirtschaftsräumen, nationalen Wirtschaftsräumen, letztendlich natürlich den Wirtschaftsräumen dient, die relativ stark sind innerhalb des Euro. Um es konkret zu machen, Deutschland kann billiger exportieren, wenn der Euro recht schwach ist, weil es schwache Länder innerhalb der Eurozone gibt. Andersherum ist es auch nicht nur aus kluger ökonomischer Denkweise herzuleiten, wenn die USA sagen, macht's doch den Griechen das leichter, damit es dem Euro halt wieder besser geht und er gegenüber dem Dollar ein bisschen mehr an Wert gewinnt, damit die USA dann wieder besser exportieren können. Dankeschön.
Also zur Lagarde-Liste möchte ich sagen, es gibt ein ganz interessantes Interview von einem ehemaligen deutschen Steuerfahnder, der sagt, um große Fische steuerfahnden zu können, braucht man eine Ausbildung von bis zu 10 Jahren. Jetzt ist natürlich, alle Steuerfahnder, die die griechische Regierung hat, sind alte Leute, die im Filz von PASOK und Neodemokratie unterwegs sind. Das heißt, es ist einfach rein technisch überhaupt nicht so leicht, eben schnell mal große Fische die Steuern zu fahnden. Und auch in Deutschland sind die Steuerfahnder massiv unterbesetzt und die meisten Fische gehen durch, weil die Steuerfahnder gar nicht so viel Zeit haben. Der zweite Punkt ist, also, soweit ich das verstanden habe, ist diese Kapitulation keine komplette Kapitulation. Erstens ist zum ersten Mal in diesem Budget 12,5 Milliarden Euro vorgesehen für Investitionsprogramme. Damit hat Syriza einen Punkt verwirklicht, den es ja eigentlich immer gesagt hat. Wir müssen auch ein bisschen Wachstum fördern können und nicht nur sparen. Der zweite Punkt ist der, dass Sie ja, dass wenn das über das ESFM läuft oder andersrum, dass das dann Kredite sind über 30 Jahre, also dass das dann nicht irgendwie wieder so läuft, dass man permanent wieder die Kredite für die Kredite, wieder neue Kredite braucht und so weiter und eine gewisse Sicherheit hat über den Zinssatz, wo man dann hofft, dass man in 2-3 Jahren anfangen könnte, irgendwie auch wieder was anderes zu machen. Und es braucht auch Maschinen, um die Drachme überhaupt zu drucken. Ich glaube, die haben die gar nicht für den Grexit. Hast du gleich einen Kollegen vor der Wand? Danke. Ich würde gerne eure Meinung wissen, zu wie könnte es weitergehen. Also ich sehe so in den Medien, gibt es immer drei, habe ich jetzt zumindest rausgelöst, drei Wege. Der erste Weg wäre eben ein Grexit mit den ganzen zusammenhängenden Problemen, die sich daraus ergeben. Das zweite ist, sie bleiben im Euro und es gibt einen Schuldenschnitt. Dann stellt sich für mich die Frage, das können sich viele andere Länder dann auch denken, weil Spanien zum Beispiel dann auch schon sagt, naja, passt, machen wir halt dann auch, weil im Endeffekt wir bleiben im Euro und warum sollen wir das alles zurückzahlen, wenn wir uns einfach nur wehren brauchen. Und das dritte wäre diese massiven Sparmaßnahmen, die jetzt eingeläutet werden oder die halt in Aussicht gestellt werden. Und ich sehe halt alle drei von diesen Wegen, die ich jetzt genannt habe, als extrem schwierig fürs Land mit extrem langfristigen Folgen, wo es eigentlich alles nur bergab gehen kann. Also ich würde gerne eure Meinung dazu wissen, ob es noch mehr gibt und wie ihr das seht, wo kann es hinführen. Ja? Danke. Ich würde nochmal eine Frau nehmen. Eine Kollegin, die Lust hat, was zu sagen? Nein? Entschuldigung, ich sehe da auch nicht so gut, ich sehe nur mehrere Hände. Ich war beruflich Bankprüfer und es war mehr oder weniger tägliches Brot, dass man mit Leuten zu tun hatte, die zu viele Schulden gemacht haben und die einfach nicht mehr zurückzahlen konnten. Und meine Einschätzung von Griechenland ist auch so, dass die einfach zu viele Schulden gemacht haben, die sowieso nicht zurückzahlen können. Und eine Lösung dieser Situation in der Praxis immer nur dadurch möglich war, dass die Gläubiger eben auf einen Teil verzichtet haben. Das können einmal 30% gewesen sein, 50%, 70%, aber ohne Haircut auf Neudeutsch geht es in der Praxis nicht. Okay, danke. Wir beantworten jetzt nochmal die Fragen und dann gehen wir auch noch in die Arbeitsgruppen. Ich weiß, es sind jetzt nicht alle drangekommen, das tut uns auch leid, aber sonst sitzen wir morgen noch da. Wir gehen dann nochmal in die Arbeitsgruppen und dann gibt es noch ganz viel Möglichkeit zu diskutieren und wir bringen das dann hier wieder rein. Magst du beginnen mit Antworten? Ja. Ich glaube, die Frage nach den Szenarien verschieben wir ganz nach hinten, oder? Ja. Gut, schnelle Punkte zur Euro-Konstruktion, die vor allem den Starken dient. Ja, glaube ich, kann man so sehen. Attac kritisiert ja auch seit vielen Jahren die Fehlkonstruktion der Eurozone, wo sozusagen der strukturell so angelegt ist, dass wenige dabei profitieren und die meisten verlieren. Also sozusagen vereinfacht gesagt, Kapital ist mobil und kann den Euro gut ausnützen, Arbeit ist weniger mobil und kann das nicht so.
Das gilt auch sozusagen innerhalb der Staaten und Volkswirtschaften. Zum neuen Programm, ja, das enthält vielleicht erstmals wirklich 12,5 Milliarden an Investitionen. Die sollen allerdings aus diesem 50 Milliarden Fonds kommen, der sozusagen wesentlich durch griechisches Staatseigentum, das privatisiert wird, befüllt werden soll. Und wo auch es aus meiner Sicht völlig absurd ist, diese Summe so vorzugeben. Ja. Denn Privatisierungen sind das, was von all den schlimmen Maßnahmen in Griechenland bisher am allerschlechtesten funktioniert hat. Es ist auch irgendwie nachvollziehbar, denke ich, wenn ein Land mit vorgehaltener Waffe Staatseigentum verschleudern muss, dann ist der Preis nicht sonderlich gut. Ja. Potenzielle Käuferinnen können dann den Preis eigentlich nach Belieben drücken. Und die bisherigen Privatisierungsziele von Griechenland, die wurden alle wirklich um Welten verfehlt. Das heißt, es ist überhaupt nicht abzusehen, dass es diesmal anders sein soll, dass diesmal wirklich 50 Milliarden in den Fonds kommen und dann wirklich ein Viertel davon, also 12,5 Milliarden, für Investitionen zur Verfügung stehen. Ich halte das eher für ein Feigenblatt, das man Tsipras zugestanden hat, damit er irgendwelche kleinen Argumente hat, um den Deal daheim zu verkaufen. Mal abgesehen davon, dass es sehr absurd ist, sozusagen staatliches Eigentum und öffentliche Unternehmen zu privatisieren, nur um dann mit dem Geld wieder Investitionsprogramme zu machen. Aber gut. Soll ich noch was, oder bist du? Ich mach mal, du schaust dann, was du noch hast. Die Frage, haben die das mit dem Grexit ernst gemeint? Das finde ich interessant, weil ich habe immer dieselbe Überlegung gemacht. Ich habe mir immer gedacht, diese Drohung des Austritts ist sozusagen die stärkste Karte in der Hand sozusagen der griechischen Verhandler und Verhandlerinnen. Und ich hätte mir auch immer gewünscht, dass sie ein bisschen offensiver auch spielen, indem sie zeigen, dass sie vorbereitet sind und so weiter. Das wollten sie nicht, weil sie das ja wirklich nicht wollen. Aber ich habe mir eben auch immer gedacht, dass das lässt die Eurozone im Endeffekt nicht zu. Daher, da ist ihnen diese Unumkehrbarkeit der Währungsunion zu wichtig. Und jetzt zeigt sich aber sozusagen schon seit mehreren Wochen, vielleicht sogar schon Monaten, angefangen beim deutschen Finanzminister Schäuble, dass das anscheinend nicht mehr das Allerwichtigste ist. Schäuble ist schon sehr lange dafür, dass Griechenland rausgeht aus dem Euro, hat auch immer einen kooperativen Ausstieg vorgeschlagen und ist damit immer lauter geworden und dann gab es auch noch mehr Stimmen. Warum ist das, um an diese Erklärung von vorher anzuschließen, das Ziel, auf keinen Fall eine Alternative zur Austeritätspolitik zuzulassen, ist wichtiger als die Einheit des Euros. Und das zeigt sozusagen, wie dramatisch dieser Herrschaftsanspruch dieser Eliten ist. Ja, wenn man sozusagen auch dieses sozusagen ökonomische Lieblingsprojekt dafür in Gefahr bringen will. Ja. Ich halte es aber nicht für ausgeschlossen, dass es immer noch passiert. Vielleicht das noch. Was noch? Könntest du noch was zum den aktuellen Angeboten zum Schulden sagen? Ah genau, die Frage war, welche Angebote haben die Gläubiger gemacht zu den Schulden? Kurz, keines. Bisschen länger. Man hat, also was jetzt festgeschrieben ist, ist, dass man in der Zukunft, wenn der Beginn des Programms gut abgewickelt wird, einmal darüber reden wird. Ja? Also es ist auch wirklich erstaunlich, dass da keine sehr viel konkreteren Dinge festgeschrieben sind. Der Internationale Währungsfonds hat ja zum Beispiel immer sehr starke Schuldenerleichterungen in den letzten Monaten für Griechenland gefordert, während die Eurogruppe da sehr stark dagegen war. Da sieht man sozusagen diese Spaltungen zwischen diesen Institutionen, die ich vorher schon angesprochen habe. Die waren sich da unter sich auch wirklich nicht einig. Was am meisten diskutiert wurde, war, dass es vielleicht sowas gibt wie eine Streckung der Verbindlichkeiten. Also dass die Rückzahlungen nicht schon in den 2020er Jahren beginnen, sondern erst viel später. Ein wirklicher Schuldenschnitt, wie viele sagen, dass es bräuchte, war nicht wirklich auf dem Programm. Unsere Einschätzung ist, oder meine Einschätzung ist, dass alle wissen, dass diese Schulden nicht tragfähig sind, dass es früher oder später irgendwann zu einem Schuldenschnitt oder einem Default kommen wird. Da ist die Frage, wer das dann tragt. Aber dass man das jetzt nicht macht, weil diese Schulden und die Notwendigkeit der Kredite das stärkste Disziplinierungsinstrument auf Seiten der europäischen Eliten sind. Ja, wenn man das nicht mehr hat, dann kann man Griechenland auch diese Austeritätspolitik nicht mehr aufzwingen. Und da zeigt sich sozusagen die unterschiedlichen Rationalitäten wieder von diesen Institutionen. Unsere Forderung war immer massive Schuldenerleichterungen für Griechenland, im besten Fall unter Einbindung der EZB, die auch sehr viele griechische Staatsanleihen hält, weil wir ja eigentlich auch der Meinung sind, dass es nicht einzusehen ist, warum Staaten sich überhaupt für hohe Zinsen bei Finanzmärkten finanzieren müssen. Ja, wir führen auch eine Diskussion darüber, ob das nicht besser sowieso über die Zentralbank abgewickelt werden soll.
Okay, und als letzten Punkt habe ich mir noch notiert, wie kann es weitergehen, was sind so mögliche Szenarien? Da kann ich jetzt nur meine persönliche Meinung sagen, ja, das ist sozusagen Kaffeesud lesen. Ich würde sagen, dieses Programm wird beschlossen werden, aber es wird nicht durchgezogen werden. Also es wird scheitern. Das Programm, das Griechenland aufgezwungen werden soll, ist so absurd, dass es auch nicht, selbst bei vollem politischen Willen, nicht funktionieren kann. Das sagt auch der IWF, der nicht gerade für eine weiche Linie in diesen Fragen bekannt ist. Der hat vor zwei Tagen gesagt, der EU quasi ausgerichtet, das ist alles völlig lächerlich, wie ihr euch das vorstellt. Die Budgetziele sind nicht erreichbar, die Maßnahmen sind wahrscheinlich nicht umsetzbar, die Rezession wird sich viel weiter vertiefen, als ihr euch das vorstellt und so weiter. Was ja auch bei den bisherigen Programmen der Fall war. Ja? Diese Austeritätspolitik sozusagen, die schlägt sich einfach selbst. Sie ist nicht nur politisch falsch, sie funktioniert auch ökonomisch überhaupt nicht. Das heißt, ich glaube, es wird in irgendeiner Form etwas passieren, was bis jetzt von niemandem geplant wird. Also es wird sozusagen keine Seite ihren Plan durchziehen können. Ich halte es für relativ wahrscheinlich, dass es zu einem ungeplanten Euro-Austritt Griechenlands noch kommt oder sozusagen einem halb geplanten, so gut das jetzt noch planbar und durchführbar ist, in einer Lage, wo die Banken, wo sozusagen sowieso schon ökonomischer Ausnahmezustand herrscht im Land mit geschlossenen Banken. Okay, wenn das alle Fragen waren, dann würde ich überleiten. Haben wir jemanden? Nein. Ich glaube, wir haben alles. Nein, wir gehen jetzt nicht nochmal ins Publikum, nein, dann gehen wir alle morgen erst nach Hause. Folgendes, wir gehen jetzt in die Arbeitsgruppen und dann gibt es noch ganz viel Gelegenheit zu diskutieren. Die anderen haben sich auch dran gehalten. Bitte das zu respektieren. Okay, danke. Gut, wir gehen jetzt sozusagen raus aus dem Plenum. Ich möchte euch danken für eure Konzentration und auch für die Geduld. Und wir würden jetzt gerne alle, die Lust haben, einladen zu vier Themen in Arbeitsgruppen jeweils mit einem Moderator oder einer Moderatorin dann noch vertieft zu diskutieren. Und wir holen das da wieder hinein. Also wir würden jetzt eine halbe Stunde Arbeitsgruppenphase vorschlagen und dann ganz schnell nur noch einen Bericht aus den Arbeitsgruppen. Und dann sozusagen gehen wir in unseren freien Abend. Wir schlagen dazu vier Themen vor. Das Themen sind das Verhalten der europäischen Eliten, das Verhalten der Medien, die Frage, wie umgehen mit Euro und EU und die Frage, was können und wollen wir vielleicht tun, um die Menschen in Griechenland zu unterstützen. Ich sage jetzt noch einmal sozusagen detaillierte die vier Fragen und wir haben vier Leute, die das moderieren werden und ich weise dann sozusagen eine Ecke zu, wie ihr euch jeweils treffen werdet. Und ihr seid natürlich völlig frei, runterzugehen, euch ein Bier oder einen Saft zu holen und das jetzt sozusagen noch in einem angenehmen Rahmen zu diskutieren. Die Moderatorinnen suchen sich dann mit euch einen Platz. Das Thema Nummer eins wäre das Verhalten der europäischen Eliten. Es taucht wirklich immer sozusagen die Frage auf, warum verhalten die sich so? Was habt ihr da noch beobachtet? Was ist euch da noch aufgefallen? Und was können wir daraus vielleicht auch lernen? Diese Gruppe wird sozusagen die Alexandra nachher mitnehmen, die Alexandra Strickner. Die winkt da gerade. Das heißt, die Gruppe trifft sich nachher, wenn wir dann los sagen, dort hinten. Die zweite Frage ist das Verhalten der Medien. Das ist jetzt auch schon diskutiert worden. Es ist euch sicher aufgefallen, wie fürchterlich die Medienberichterstattung war. Die Frage ist, was ist euch da aufgefallen? Was ist eure Meinung dazu? Woran liegt das? Und gibt es da vielleicht auch Dinge, die wir tun können oder die ihr tun könnt? Was heißt das auch für unsere politische Arbeit? Diese Gruppe wird die Gusti moderieren, wo, genau, da bist du, da vorne. Die Gruppe trifft sich dann hier, ja, Gruppe Medien ist dann hier. Dritte Gruppe, soll ich fertig machen oder machst du? Dritte Gruppe, die Frage Euro-EU. Ich habe gerade vorher schon gesagt, es gibt jetzt in Griechenland und auch in Südeuropa in den Bewegungen sehr große Diskussionen, was wir jetzt für politische Schlussfolgerungen ziehen müssen. Welche progressive Politik ist innerhalb des Euros eigentlich noch möglich? Wie gehen wir damit um, was wir da gerade erfahren haben, auch sozusagen als Attackis oder als politische Aktivisten und Aktivistinnen hier? Diese Gruppe wird der Ralf koordinieren, der sitzt da vorne. Alle, die Lust haben, das zu diskutieren, treffen sich dann hier rechts vorne in der Ecke. Dann haben wir noch die vierte Gruppe, die ist für alle, die Lust haben, darüber nachzudenken, wie wir
noch mehr Griechenland und vor allem die Menschen und Bewegungen in Griechenland unterstützen können, was wir vielleicht als Attac machen wollen oder in unseren Regionalgruppen oder in unseren sonstigen Initiativen. Das wird der Willi moderieren. Der Willi ist da hinten und die Gruppe trifft sich hinten in der Ecke. Ich sage es noch einmal, Verhalten der europäischen Eliten hier, Verhalten der Medien hier, Euro-EU hier und Solidaritätsarbeit, was können wir tun, dort hinten. Wir treffen uns wieder in einer halben Stunde, wünschen euch eine produktive Diskussion. So viele von euch wiedergekommen seid, ich habe euch hier unten diskutieren sehen, Respekt für euer Durchhaltevermögen und danke fürs super Mitmachen. Wir beginnen jetzt einfach langsam, sodass die Mediengruppe noch dazukommen kann, oder? Wir haben uns das so vorgestellt, dass wir jetzt die Moderatoren und Moderatorinnen aus den vier Gruppen kurz bitten zu berichten, was ihr besprochen habt. Und wir sozusagen nehmen das mit, auch für unsere Arbeit, natürlich auch für Attac. Wenn irgendwo noch schnelle Fragen aufgetaucht sind, dann beantworten wir das noch und dann wird man es abschließen und dann hoffen wir, dass die Diskussion heute noch lange bei Bier, Wein oder Makava weitergeht. Nachdem die Mediengruppe noch immer verschwunden ist, legen wir einfach mal los, oder? Ja, ist schon da. Achso, ist schon da. Dann bitten wir die Gusti noch zu uns nach vorn. Okay, die Mediengruppe ist da, die Moderatorin noch nicht. Na, vielleicht kommt sie ja noch. Fangen wir an. Dann bitten wir mal die Alexandra zu erzählen, was in eurer Gruppe so diskutiert wurde. Ja, geht das? Kurz warten. Ja. Hallo. Genau. Ich darf eine Dreiviertelstunde, oder? Berichten. Sagst du bitte uns kurz dein Thema nochmal? Genau, unser Thema war das Verhalten der europäischen Eliten, was aufgefallen ist, wie die da umgehen mit der Krise. Und wir haben dann in den letzten 5 Minuten, die wir geglaubt haben, dass sie 10 sind, aber dann nur mehr 5 waren, noch einmal kurz diskutiert, was bedeutet das für uns was können wir oder was ergibt sich daraus für uns als nächstes? So jetzt ganz kurz, was sind so die zentralen Punkte, die gekommen sind? Also von mehreren ist gekommen so die Wahrnehmung, dass die Eliten Angst haben, also dass mit Syriza eine Alternative sichtbar wird und umgesetzt wird und sozusagen die Politik, diese alternativlose Politik, die sie jetzt seit Jahren vorantreiben, der neoliberalen Deregulierung, dass die dann ins Wanken kommt und dass es eben damit auch zu einer Veränderung der Machtverhältnisse käme und dass man da bereit ist, alles zu tun, um das zu verhindern und dass man eben auch bereit ist, eigentlich ökonomisch vollkommen sinnlose Reformen zu machen, die eben nicht das Problem lösen, sondern einfach nur schaut, wie kann man diese Alternative verhindern. Und das ist auch wahrgenommen worden, dass es hier so etwas wie einen politischen Paradigmenwechsel gibt in Richtung einer noch autoritäreren Durchsetzung von dieser neoliberalen Politik. Dann wurde auch nochmal wahrgenommen, so dieses Unglaubliche, wie da mit der Demokratie umgegangen wird, also dass eigentlich Demokratie sozusagen Makulatur wird, also von außen mischt man sich ein in Wahlen schon, beziehungsweise danach eben, es ist eigentlich vollkommen egal und man hat auch sozusagen die europäischen Eliten pfeifen sich auch nichts mehr darum, dass es sozusagen hier noch um eine Aufrechterhaltung geht, eines Anscheins, dass Demokratie irgendwie relevant wäre. Dann ist auch wahrgenommen worden, dass schon sozusagen Deutschland hier eine besondere Rolle einnimmt, um das voranzutreiben und dass sozusagen die politischen Eliten sozusagen so auf einem Pfad sind, von dem sie nicht runter wollen, also so diese Unfähigkeit, anders zu denken und dass die Sozialdemokratie hier eigentlich letztlich auch nicht wirklich anders agiert. Also im letzten Endes haben sie das auch mitgetragen und die Frage war dann, was ist da eigentlich noch sozial und demokratisch an der Sozialdemokratie?
Und dass eben auch so im Raum die Frage steht, jetzt so aus einer deutschen Perspektive auch noch einmal, dass Sie eigentlich, also eher eine Frage ist im Raum gestanden, was für ein europäisches Projekt verfolgen die jetzt mittlerweile? Ja? Also das ist ein anderes als das, was uns bisher immer erzählt worden ist und ja, was ist das eigentlich? Und was auch noch einmal aufgefallen ist, sozusagen generell dieser verhärtete Tonfall und diese Bereitschaft der politischen Eliten, auch bewusst zwischen den Menschen in Europa und zwischen den Völkern in Europa Hass zu schüren und die zu spalten, also sozusagen das zu tun und dass eben dieser Bruch auch ist, dass es nicht nur um diplomatische Lösungen geht. Also das, glaube ich, waren so die zentralen Punkte bei dieser Analyse und auch noch einmal so diese Frage auch, warum hat man eigentlich diesen Grexit jetzt aus Sicht der Eliten ins Spiel gebracht, weil das ja eigentlich auch einen Schuldenschnitt bedeuten würde, also eigentlich ein Widerspruch, weil das ja eigentlich erst recht ein Schuldenschnitt wäre, wo man dann immer gesagt hat, dass das nicht dann möglich wäre. So viel, also ich hoffe, ich habe das im Wesentlichen... Nein, ich bin noch nicht fertig. Also, also die zweite Seite ist kürzer, aber umso wichtiger, weil wir dann noch einmal auch gefragt haben, uns in diesen 5 Minuten, die uns blieben, was zu tun ist oder was heißt das für uns. Da war noch einmal so die Einschätzung, dass eigentlich all diese Maßnahmen, die bei uns auch jetzt gesetzt werden unter dem Titel Bekämpfung des Terrors, bessere Sicherheit, dass das eigentlich mit uns zu tun hat und dass hier die Eliten auch in unseren Ländern sich darauf vorbereiten, sich gegen den immer größer werdenden Widerstand von innen zu wappnen und eigentlich das gegen uns zu verwenden. Und das, was sozusagen als positiv sozusagen unter Anführungszeichen an der Situation wahrgenommen wurde, ist, dass eigentlich das, was jetzt passiert ist, zu einer Politisierung führt und zu einer neuen Diskussion, also eben auch so dieses Wahrnehmen, wir hätten vor 2 Jahren bei der Sommerakademie nicht so über Griechenland und das, was passiert, diskutiert, wie wir es heute tun und auch die Einschätzung, dass das an ganz vielen Orten so passiert und auch am Stammtisch, dass ganz wichtig ist, die Aufklärung, also als Rolle von Attac, aber insgesamt von uns allen Menschen darüber aufzuklären, was passiert hier, die Kräfte auch zu bündeln, um eine Veränderung voranzubringen und auch an dem Aufbau von Strukturen, basisdemokratischen Strukturen von unten zu arbeiten. Das war so ein bisschen der Abschluss, den wir gemacht haben. Jetzt bin ich fertig. Danke, Alexandra. Das war ja wirklich ein Panorama an Aspekten, die ihr diskutiert habt. Und ich bin doch beeindruckt, dass ihr es geschafft habt, zum Ende noch so etwas wie einen einigermaßen positiven Ausblick zu finden. Vielen Dank. Danke auch ganz kurz, dass ihr nochmal diesen Aspekt mit dem Ausspielen der Menschen in den Ländern gegeneinander aufgebracht habt. Das hatten wir vorher noch nicht und das ist ganz ein wichtiges Element, ja, wie die Eliten hier Nationalismus verwenden für ihre Zwecke. Dann kommen wir zum zweiten Thema, nämlich zur Rolle der Medien in diesem ganzen Spektakel der letzten Monate. Und ich übergebe jetzt an die Gusti, die Gruppe moderiert hat, und bitte um eure Eckpunkte. Ja, unsere Eckpunkte sind natürlich insofern leicht zusammenzufassen, dass besonders, also über Privatmedien braucht man ja gar nicht reden, aber dass das, was in öffentlich-rechtlichen Medien vermittelt wird, einfach katastrophal ist. Also wenn Ö1, das ja wirklich als Qualitätsmedium gilt, wenn dort einmal über die Schuhe von Varoufakis gesprochen wird, dann weiß man wirklich nicht mehr, was man tun soll. Jemand hat gesagt, es ist eigentlich bei den ganzen Berichten hauptsächlich darum gegangen, wie schaffen wir denn das, dass wir vermitteln, dass die Griechen an allem schuld sind. Also nicht die Deutschen und nicht die Franzosen, die ihnen so viel verkauft haben, sondern die haben sich schlecht verhalten und das müssen wir permanent kommunizieren. Inhaltlich wird wenig vermittelt, auf die Situation der Menschen wird überhaupt nicht eingegangen oder nur ganz wenig. Und was im Hintergrund gelaufen ist wirtschaftlich, da bemüht sich ja überhaupt niemand, das irgendwie aufzuzeigen oder das zu erwähnen. Und wir sind da auch zu einem ähnlichen Schluss gekommen, weil wir dann gesagt haben, also man müsste eine Kampagne zum Beispiel in Österreich gegen den ORF fahren und Leserbriefe, E-Mails schreiben,
Jetzt ist es aber so, dass die Redaktionen ja ziemlich proporzmäßig besetzt sind und wie die Alexandra auch schon erwähnt hat, die Sozialdemokratie kann man ja leider vergessen. Also warum soll sich jetzt ein, selbst wenn er noch sozialdemokratisch denkt, ein Redakteur, warum soll sich der rauslehnen, wenn seine eigene Partei in Brüssel nicht den Mund aufmacht und überall zustimmt? Also das kann ja irgendwie auch nicht sein. Also was könnten wir tun? Also zum einen natürlich qualitätsvolle Zusammenfassungen anschauen, Nachdenkseiten. Irgendwer hat sogar gesagt, sogar Russia Today könnte man in Erwägung ziehen. Oder Mosaik oder Griechenland entscheidet. Die Frage ist halt nur, das machen wir, weil wir kritisch sind. Wie könnte man es einer breiteren Masse zugänglich machen? Und da sind ein paar ganz nette Vorschläge gekommen. Und zwar, man kann Botschaften auf die Straße schreiben, und zwar nachdem die Straßen gereinigt wurden. Das braucht natürlich auch eine breitere Kampagne. Man könnte aber auch sich bemühen, den Faktencheck Hellers mehr zu verbreiten oder doch versuchen mit gezielten Leserbriefkampagnen, die müsste man aber dann permanent, also da braucht man wahrscheinlich ein ganzes Team, die das permanent vorantreiben. Und und das Zweite war noch die Idee, dass man in die Gratiszeitungen in einer frühmorgendlichen Kampagne Infoblätter einlegt. Das fand ich. Ja. Ja? Und man kann natürlich permanent Radio Attac erwähnen. Auf jeden Fall. Danke. Okay. Danke. Ja, danke, Gusti und die Mediengruppe. Es klang jetzt gerade ein bisschen wie ein Bandtitel. Gusti und die Mediengruppe. Später dann. Danke auch dafür nochmal. Vielleicht eine Anmerkung. Mir schicken doch hin und wieder Leute die Antworten, die sie auf ihre Leser- und Leserinnenbriefe kriegen. Ja, so gerade Attackis, die ärgern sich dann immer und dann schreiben sie an, keine Ahnung, Österreich oder ORF und so. Und manchmal schicken sie uns das weiter, mir oder dem Vorstand. Und das sorgt echt auch für Reaktion. Das fällt auf. Und das ist auf jeden Fall was, was sich auszahlt, denke ich. Gehen wir weiter? Dann würde ich den Ralf bitten, was habt ihr diskutiert? Genau, also wir haben in der Gruppe ja drüber gesprochen, was das jetzt alles für den Euro und für die EU und unsere Positionierung dazu bedeutet. Wir haben am Anfang gleich nochmal irgendwie drüber diskutiert oder die Frage aufgemacht, warum jetzt eigentlich dieser Grexit dann von der sozusagen von der Gläubigerinnenseite irgendwie eigentlich in den Raum gestellt worden ist. Das war nochmal, da war nochmal Diskussionsbedarf, weil es ja eben eigentlich wirtschaftlich wenig Sinn macht, wie die Alexandra ja auch schon gesagt hat. Und was bei uns irgendwie klar rauskommen ist, dass es da eben um eine sehr eindeutige Machtpolitik geht. Und das war dann später nochmal auch ein Punkt, dass so in diesem ganz deutlichen Zutagetreten von ganz konkreter ideologisch geleiteter Machtpolitik auch so ein mögliches Momentum für Kritik liegt, weil es einfach gerade so offensichtlich wird, dass es dann nicht mehr um wirtschaftlich rational begründbare Programme geht, sondern einfach wirklich um Machtpolitik. Was dann noch ein sehr interessanter Input war, war, dass so von der Linken ja immer wieder die Forderung eigentlich früher vor der Krise war, dass es sozusagen eine wirklich politische Union braucht, also eine vertiefte Union. Und sozusagen im Moment der Krise eigentlich diese Vertiefung dann genau von der anderen Seite vorangetrieben worden ist und genau in eine viel autoritärere Perspektive oder eine viel autoritärere Richtung. Zum Beispiel eben die Bankenunion wäre da so ein Beispiel. Genau, dann war eine sehr schöne Formulierung, war so eben die Frage, ob es eben geht, die EU zu reformieren unter dem Schlagwort Umbau ohne Abbau, geht das? Und wir haben dann so in einer Abschlussrunde eben so diskutiert, wie jetzt die Leute so die Möglichkeiten für Reformen überhaupt einschätzen in der EU. Und da
Da war es eigentlich so, dass... Moment, muss ich umblättern? Genau, dass es eventuell möglich wäre, sozusagen, wenn es solche positiven Beispiele gibt, wie Griechenland, aber das wissen anscheinend auch die Gegnerinnen und weswegen ja auch dieser Regierungsversuch so massiv bekämpft wird, aber das wäre sozusagen eigentlich eine Möglichkeit, wenn es sozusagen positive Beispiele gibt, innerhalb der EU die dann zu verstärken und voranzutreiben, aber eben, wir sehen gerade, dass das ein bisschen beschränkt ist. Grundsätzlich eben haben sich schon viele dazu geäußert, dass einfach dass einfach ein solidarisches Europa nach wie vor einfach ein Friedensprojekt ist, in dem man irgendwie festhalten muss als progressive Kräfte. Und dann natürlich auch so die Überlegung, jetzt gibt es da eine linke Regierung und wenn die aus der EU austritt, dann bleiben wir quasi nur mehr in diesem neoliberal-autoritären Club und sozusagen uns geht dann ein ganz wichtiger Partner oder Alliierter verloren. Gleichzeitig eben zeigt eben, das kann man auch noch ein paar Mal, dass Griechenland und diese Behandlung von Griechenland einfach massiv Probleme aufzeigt und letztlich eigentlich so ein Fazit, glaube ich, war so aus unserer Diskussion, dass es einfach eine strategische Diskussion da auf uns zukommt, der wir uns einfach stellen müssen, die wir jetzt halt nicht weiterführen können, aber also geführt haben in der Gruppe, aber sozusagen das wäre so ein Fazit, dass es da einfach mehr strategische Diskussion einfach in Zukunft brauchen wird für uns. Danke, Ralf. Also ich glaube auch, diese Frage wird uns noch die nächsten Jahre wahrscheinlich beschäftigen. Ja, bisher, okay, ich spreche jetzt für mich, galt sozusagen das Bekenntnis zur EU und zur europäischen Einigung. Das war für mich lange Jahre so etwas wie ein Eckpunkt meiner politischen Identität. Und ich sehe das jetzt zum ersten Mal so richtig, so dass ich es auch nicht mehr sozusagen verdrängen kann, in Frage gestellt. Und ich habe darauf noch keine Antworten, aber ich glaube, es geht wahrscheinlich vielen Leuten ähnlich und das wird man einfach noch oft diskutieren müssen. Danke. Jetzt kommen wir noch zuletzt zum Willi, dessen Gruppe sich mit der Frage befasst hat, was wir konkret noch lernen und tun können aus den Erfahrungen mit Griechenland. Bitte, Willi. Die Runde hat gestartet mit der Aussage, keine Ahnung, was wir tun können. Gefolgt von, wir müssen alles tun, was uns einfällt. Und dann sind wir so ins Reden gekommen und in eine Idee hier, eine Idee da. Und im Endeffekt würde ich es mal so zusammenfassen. Wir haben Möglichkeiten gesehen, was zu tun auf folgenden Ebenen, auf humanitärer Ebene, auf politischer Ebene, auf rechtlicher Ebene, symbolischer Ebene und aktivistischer Ebene. Und ich werde jetzt die einzelnen Punkte auch dazu sagen, die da gekommen sind. Humanitäre Ebene, einfach Initiativen, Solidaritätsinitiativen, die vor Ort existieren, zu unterstützen und da ja, einfach die zu unterstützen. Weniger der Ansatz, sich was zu überlegen, was wir in Griechenland installieren könnten, wen wir hinschicken könnten, der dort sozusagen die Dinge wieder ins Lot bringt, sondern was hat sich da schon entwickelt? Und wir haben vorhin gehört, es gibt viele Solidaritätsinitiativen, da wirklich ganz konkret zu schauen und die direkt zu unterstützen. In dieses Feld würde ich auch einordnen, eine Idee, auch Dinge, die hier vielleicht nicht mehr gebraucht werden, zu sammeln, zu reparieren und nach Griechenland zu schicken. Genau. Dann ganz relevant natürlich die politische Ebene. Da waren ganz viele verschiedene Möglichkeiten und Maßnahmen. Einerseits die Medienseite gegen Öffentlichkeit aufbauen, alternative Perspektiven in der Öffentlichkeit unterbringen, Medien zu konsumieren, die sozusagen auch eine andere Perspektive bringen als die wir oft in den Medien wahrnehmen. Das ist einerseits von uns und andererseits gab es auch konkrete Idee, Kontakt zu Griechinnen und Griechen aufzubauen und von denen Neuigkeiten von vor Ort zu bekommen, die dann übersetzt werden und die dann auch so den Weg zu uns finden. Dann natürlich auch gegen Öffentlichkeit aufbauen oder Perspektivenwechsel zu versuchen bei Politikern und Politikerinnen, die in den entsprechenden Gremien in der EU sitzen und damit entscheiden. Und nicht zuletzt natürlich auf politischer Ebene auch in der Bevölkerung zu schauen, wo können wir das, wie wir die Dinge sehen oder wie die Perspektiven, die wir auch sehen, in die Bevölkerung bringen und da zu einer Verbreiterung dieses Bewusstseins beitragen. Ich schaue nochmal auf die Seite. Ja.
Dann war ein interessanter Punkt die rechtliche Ebene. Es wurde eingebracht, dass auch erwähnt wurde, dass der Grexit auch EU-verfassungswidrig sein könnte und ob es nicht da eine Möglichkeit gibt, das hervorzuheben und da irgendwie Druck zu machen, dass ja, das eigentlich gar kein Szenario ist, auch wenn es jetzt mal vorläufig vom Tisch ist. Und dann natürlich auch die Frage, es muss im österreichischen Parlament was abgestimmt werden. Wie wollen denn die Griechinnen und Griechen, dass wir uns da verhalten und wir dementsprechend Druck auf unsere Regierung machen und in unser Parlament und da eine breitere Kampagne, Zielgruppe österreichische Parlamentarierinnen und Parlamentarier machen. Dann gab es noch auch symbolische, auf der symbolischen Ebene Ideen, zum Beispiel einen Bankomaten nach Griechenland schicken. Oder wenn in den Medien bekannt wird, dass in manchen Hospitälern das Klopapier ausgeht, das hier zu sammeln und nicht nach Griechenland, sondern an den Schäuble zu schicken. Also verschiedenste auch witzige Ideen, aber der Kernpunkt der Dinge, die auch gesammelt und gesagt wurden, war, was es vor allem braucht, ist, und da schließt sich der Bogen mit alles tun, was uns einfällt, nämlich dahin den Griechinnen und Griechen Autonomie und vor allem Würde wiederzugeben. In unseren Handlungen und unseren Forderungen. Und dann gab es noch die letzte Ebene, die aktivistische Ebene. Und da gab es eine Idee, dass man wöchentlich sammeln könnte, welche Ideen es gibt, eben um konkret etwas zu tun, um Solidarität mit Griechenland zu zeigen oder Griechinnen und Griechen zu unterstützen, das zu konzensieren und da so sozusagen die Maßnahme der Woche zu finden und da möglichst viele mitmachen. Und wer macht denn damit? Und das ist jetzt mein abschließendes Statement dazu hereinzuholen, was auch ganz klar gefordert wurde, hier, jetzt und heute eine Attac-Griechenland-Gruppe zu gründen. Und es gab auch einige, die da sofort dabei gewesen wären. Na, servus, Dankeschön. Ja, danke für all die guten Ideen. Ich sehe schon, wir haben alle ziemlich viel vor. Ich denke, ich werde sozusagen für meine Attac-Arbeit viel mitnehmen. Ich nehme an, dem Wallen geht es genauso. Ich würde aber all diese Ideen sozusagen auch so wieder zu euch zurückspielen, weil wirklich was auf die Beine stellen können wir das nur, wenn wir das alle und gemeinsam tun. Und bitte, wenn jemand das mit dem Klopapier macht, macht Fotos, es wird ursuper. Ich möchte nochmal die Aufforderung bestärken, auch Informationen zu verbreiten. Tatsächlich ist die Situation oft so schwer verständlich. Wir bemühen uns über Attac, alternative Informationen bereitzustellen. Alle unsere Infokanäle, Radio Attac, der Attac Newsletter, die Attac Facebook-Seite, unsere Jahresberichte, wer sozusagen seltener mal was liest. Wir haben auch auf Griechenland entscheidet, auf die Facebook-Seite hingewiesen. Die Nachdenkseiten, ein deutsches Internetportal, wurden vorher schon genannt. Und der österreichische Mosaik-Blog, wo wir auch ganz viel Griechenland-Berichterstattung machen, wo wir auch beide in der Redaktion sind. Das heißt, da auch nochmal den Menschen helfen zu verstehen, was da passiert. Es gibt ganz viel Lust, was zu tun. Das finde ich ursuper. Ich frage mich, wie wir das gerade gut organisieren. Vielleicht können wir jetzt dann einfach... Ich rede noch 2 Minuten, vielleicht kann irgendjemand in der Zwischenzeit ein Papier produzieren, das wir dann hier herlegen, wo sich alle mit Namen, Bundesland und E-Mail-Adresse eintragen, die Lust haben, in den nächsten Monaten zu Griechenland aktiv zu werden. Und wir schauen, dass wir sozusagen euch miteinander in Kontakt bringen und vernetzen. Genau, und dann gab es noch ganz viele Ideen, auch in Kontakt mit Griechen und Griechinnen zu treten. Da ist mir jetzt noch eine Sache eingefallen, nämlich die Ute hat einen Kontakt zu einem Reisebüro, einem griechischen, das vermittelt kleine Pensionen und wirklich lokale Anbieter, wer Lust hat, nach Griechenland zu fahren, dass man nicht immer bei TUI und Neckermann landet. Also die Ute sitzt da bei dieser Sprechblase. Wer dazu Infos haben will, ist bei ihr gut. Genau, ist bei ihr dann gut aufgehoben. Danke nochmal für die Info. Ich lasse es jetzt, ich könnte natürlich noch urviel sagen. Ich möchte mich bedanken für das viele Interesse, für die großartige Mitarbeit und für die viele Motivation. Ich bin der Meinung, dass wir da gerade wirklich in einer zentralen Auseinandersetzung über die Zukunft sozusagen Österreichs und Europas sozusagen stecken, dass es wirklich darum geht, für uns zu erkämpfen, sozusagen was unseres ist und überhaupt sozusagen eine andere Welt noch möglich zu
halten. Und ich freue mich, wenn wir uns da alle gemeinsam mit noch mehr Eifer hineinhauen. Danke und einen schönen Abend.